Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein weiteres Werkzeugvideo und wie soll es anders sein, über ein Produkt von der Firma Lightly. Lightly hat mir ja vor ein paar Wochen den Lightly Akkuschrauber U20 Akkuschrauber zugeschickt. Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt hat mir Lightly ihre Mini-Kettensäge zugeschickt. Was das Ding alles so kann, das werden wir im Laufe des Videos klären, aber zuerst schauen wir uns natürlich den Packungsinhalt an. Lightly Produkte bekommt ihr exklusiv im Obi Baumarkt. Schaut da auch gerne für die Links unten in der Videobeschreibung nach, da könnt ihr euch das dann mal genauer anschauen. Lightly hat noch viel mehr Werkzeuge im Sortiment als nur hier die Mini-Kettensäge oder der Akkuschrauber. Da schaut gerne nach. Ich glaube, es sind so 16, 17 verschiedene Geräte, Gartengeräte, Werkzeug und so weiter. Das ist wirklich sehr cool und deswegen stelle ich euch auch den Lightly U20 Mini-Kettensäge vor. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, und hier ist die Verpackung, Lightly, und hier ist schon abgebildet die Mini-Kettensäge U20, bürstenlose Mini-Kettensäge. Ja, Kettensägen-Massaker lassen wir aber besser. Wir machen gar nicht lang rum und packen das Ganze dann schon mal aus. Ich mache es mal so ein bisschen quer. Wir holen einfach mal alles raus und dann gehen wir nacheinander ganz in Ruhe dann durch, was hier alles mit dabei ist und was ihr beachten müsst und alles dann hier tun müsst, um die Mini-Kettensäge dann in Betrieb zu nehmen. Ja, wir haben erstmal verschiedenen Papierkram, bekommt ihr natürlich aber auch digital. Also könnt ihr beim Hersteller selbst bei Lightly dann halt von der Webseite runterladen. Lightly Tool, und wer mein Video über den Akkuschrauber gesehen hat, der kennt sich ja schon mal ein bisschen aus, warum ich das vorstelle. Ja, erstens, wie gesagt, bin ich Handwerker, das ist ganz klar. Das wissen ja mittlerweile viele, aber ich bin natürlich auch Tech interessiert und ein Werkzeug ist jetzt nicht unbedingt so groß im Tech-Bereich anzusiedeln, aber die Stromversorgung, die hat es mir angetan, weil die Stromversorgung wird über eine Powerbank dargestellt, aber eins nach dem anderen. Wir fangen erstmal an und schauen uns die Mini-Kettensäge erstmal so ein bisschen von außen nach innen an. Wir haben hier ein Kunststoffgehäuse in weiß gehalten mit orangenen Akzenten, was wirklich sehr nice aussieht. Ebenso war ja das hier mit dem Akkuschrauber auch so gelöst und hier hat mir das wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Wir haben aber auch gummierte Griffe hier für den richtigen satten Halt, ergonomisch geformt natürlich und halt auch vibrationsmindernd, reduziert die Vibrationen beim Schneiden, beim Sägen und so weiter. Ja, wir haben hier ein Gewicht von 1,35 Kilogramm mit Akku. Es gibt Lightly das an und so Maße, da ist immer ein bisschen problematisch, aber wir haben hier 61,8. Ich sage jetzt mal auf 22,9 und irgendwo haben wir auch die 21,9, wie gesagt, auch vom Hersteller selbst angegeben. Immer mal hier so ein bisschen die Werbung drauf, Lightly. Die Firma ist jetzt noch nicht so im Werkzeugbereich bekannt, aber wie gesagt, meine Erfahrung als Handwerker, ich bin Schreiner von Beruf, da kann ich das schon so ein bisschen einfließen lassen, ob man dieses Werkzeug halt gut gebrauchen kann. Und ich denke, Obi würde sich auch keinen Gefallen tun, wenn sie hier nicht das vorher testen würden und dann exklusiv halt anbieten würden. Ja, ein bürstenloser, kraftvoller Motor, geräuscharm soll er auch sein, ist hier verbaut. Da bin ich sehr gespannt auf natürlich den praktischen Test, der hier im Video natürlich auch noch folgt. Da seid gespannt. Wir haben 7,5 Meter die Sekunde Schnittgeschwindigkeit, also wie schnell sich das die Kette dann halt dreht. Wir haben hier 15 cm, ich mache kurz mal den Schutz ab, 15 cm Schwertlänge und Schnittlänge und man hat auch die Möglichkeit, einen werkzeuglosen Kettenwechsel und auch Kettenspannung hier dann durchzuführen. Also das ist doch wirklich cool, es ist alles auch in der Anleitung beschrieben. Wie gesagt, ich habe mir einfach auch mal per PDF die Anleitung vom Hersteller, von der Herstellerseite dann runtergeladen. Machen wir den Schutz wieder drauf. Der ist natürlich auch dabei. Hier oben der
Draufgreifschutz natürlich, dass keiner während dem Sägen dann hier oben drauf kommt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Achtet da immer auf eure Sicherheit. Aber zur Sicherheit kommen wir auch nochmal im Laufe des Videos. Ja, wir haben hier den sogenannten Powerknopf. Ihr seht, jetzt ist er gesperrt, weil ihr müsst natürlich hier mit dem Knopf hier dann entriegeln und dann könnt ihr hier loslegen. Das ist wirklich sehr gut, dass das so ist, dass man halt so ein bisschen die Kontrolle hat und nicht einfach, wenn man greift und dann hier drauf kommt, dass die Mini-Kettensäge dann gleich halt auch losgeht. Ganz wichtig, vor der Inbetriebnahme müsst ihr hier Kettensägenöl einfüllen. Das geht hier in diesem Stutzen, dann kann man einfach aufdrehen und dann kann man das einfüllen. Was ein bisschen schade ist, es ist keins von Anfang an dabei. Ihr braucht also 50 Milliliter Kettensägenöl oder halt gleich ein bisschen mehr, damit man immer noch mal ein bisschen halt nachfüllen kann, weil die Kette wird automatisch halt auch geölt und das ist gut. Wenn die Kette nämlich heiß wird und sie wird nicht geölt, dadurch halt auch gekühlt und auch die Rutschigkeit durch das, sage ich mal, Holz dann halt gewährleistet wird, wird irgendwann die Kette reißen und vielleicht sogar der Motor dann Schaden nehmen. Also nicht in Betrieb nehmen, bevor hier das Öl eingefüllt worden ist. Man hat auch eine automatische Abschaltung, sprich, wenn man sich mal verhakt im Holz oder so, kann ja vorkommen, dann schaltet sich die Kettensäge, die Mini-Kettensäge dann automatisch ab. Ich habe noch gar nicht über den Preis gesprochen und der ist, wie auch bei dem Akkuschrauber, sehr interessant gehalten. 99 Euro hier bei Obi UVP. Ist auch mal hier und da immer mal im Angebot. Schaut da wie gesagt gerne unten mal nach. Ja, wir haben natürlich dann halt auch schon drüber gesprochen über die Versorgung mit Strom. Und das passiert hier über eine sogenannte Powerbank. Also das ist wirklich sehr nice. Und ich muss sagen, das hat mich schon bei dem Akkuschrauber überzeugt. Hier sind verschiedene Papiere natürlich auch noch mal dabei. Das muss sein. Und dann hat man hier die Powerbank, die halt dann die Stromversorgung für die Mini-Kettensäge ist. Aber ihr könnt auch hier, das ist ganz klar, das machen ja viele Hersteller, diese Powerbank von dem Akkuschrauber nehmen und dann halt auch damit dann in Betrieb nehmen. Jetzt gucken wir mal, welche hier dabei liegt. Das sind beides die gleichen, jeweils 10.000 mAh mit 2,0 Ampere Leistung. Und das ist doch wirklich sehr cool, dass man halt jetzt immer ein Akku mitgeliefert bekommt bei einem Gerät und die dann untereinander tauschen kann. Aber was besonders ist, weil das ist nicht mehr ganz so besonders mit der untereinander tauschen, sondern besonders ist, ich halte es mal so in die Kamera, hier der USB-A-Anschluss. Damit könnt ihr mit jedem stinknormalen Netzteil von eurem Smartphone zum Beispiel die Powerbank dann aufladen oder auch hier per USB-C für euer Smartphone aufzuladen, einfach mitnehmen zum Grillen, auf eine Party oder so, was auch immer, auf die Baustelle. Wenn ihr auf der Baustelle seid, hat auf einmal ja kein Akku mehr bei eurem Handy, ihr wisst aber, der Chef will mittags anrufen, dann könnt ihr so eine Powerbank dann nehmen und dann halt euer Handy aufladen. Und das ist doch wirklich sehr, sehr nice. Lightly hat auch verschiedene Powerstations im Angebot, wo dann die Powerbanks, zwei Stück an der Zahl, man seitlich so reindrücken kann und das ist doch wirklich auch sehr cool. Nimmt man die Powerstation mit, die ist voll aufgeladen, mit auf die Baustelle, man hat verschiedenes Werkzeug dabei, man kann sein Handy aufladen, man kann die Powerbanks aufladen, man kann mit den Powerbanks seine Maschinen versorgen. Also ein wirklich sehr durchdachtes System und da bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft noch alles kommt. Es gibt ja auch so Sachen wie Rasenmäher, es gibt so Sachen wie Heckenschneider. Unter anderem gibt es auch eine normale Kettensäge und dann hat das System ja schon was für sich, würde ich sagen. Der Akku wird einfach hier hinten eingesteckt und reingeklipst und dann hat man hier noch eine Kontrollleuchte. Ihr seht, der ist jetzt halb leer, halb voll, wie man es auch immer mag. Und hier oben ist die Entriegelungstaste. Ebenso der andere Akku und hier auch dann die Akkuanzeige. Also das ist wirklich sehr schnell getauscht. Und jetzt mache ich mal was, was nicht einfach so gemacht werden soll. Ich mache sie mal kurz an. Also hier, ihr seht es, hier, die hat wirklich Power. Für die Größe, was das Teil halt so drauf hat, ist sie schon richtig stark. Vergesst nie hier dann den Kettenschutz immer wieder drauf zu machen.
Das Teil hier zum Beispiel, da waren wir stehen geblieben, ist dann zur Kettenspannung. Da muss man auch immer mal schauen, immer mal kontrollieren. Aber kontrolliert bitte nur mit entferntem Akku. Man kann nie wissen, ob man hier mal auf den Knopf kommt und dann das Ganze doch entriegelt. Also dann kann man hier die Kettenspannung dann nachschauen und die Kette soll leicht rausziehbar sein, dass dann halt hier nichts passieren kann. Wie gesagt, ich muss auch noch Öl einfüllen, bevor ich dann den ersten richtigen Schnitt mache. Ja, ich habe mal eine Dachlatte versucht durchzuschneiden und das hat gut geklappt, aber ich werde keinen weiteren Schnitt machen, ohne halt hier das Öl dann nachzufüllen. Bei dem Akku hier, da kommen wir nochmal kurz dazu, es ist ja Lightly U20 Akkus für alle Werkzeuge der U20 Serie kompatibel, wie gesagt. Aber 45 Watt USB-C Power Delivery Anschluss, den könnt ihr halt nutzen, um halt wie gesagt eure Geräte wie Smartphone, Tablet oder sowas dann aufzuladen. Es gibt auch noch größere Akkus mit 20.000 mAh, den verlinke ich euch gerne mal unten, den kann man auch einzeln kaufen. Ersatzakku U20 mit 20.000 mAh kostet zurzeit 40 Euro, die Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, und bei mir gibt es kein Werkzeugvideo ohne den Hinweis auf die Sicherheit. Ja, also Kettenschutz oben. Ihr solltet das immer kontrollieren, ob das auch hier beweglich ist und der Schutz auch immer fest drauf ist. Genauso der Kettenschutz hier, der zum Draufstecken ist, dass man sich nicht verletzt, wenn man es mal aus dem Regal nimmt und so weiter. UVV-Regeln, ja, Unfallverhütungsvorschriften, das ist immer ganz wichtig. Ein Hörschutz, Augenschutz, Brille, Handschuhe und vor allem festes Schuhwerk sollte man bei so einer Kettensäge immer am Mann haben. Wenn sogar noch, ja, ich sag mal, längere Zeit damit gearbeitet wird, dann bitte noch eine Staubmaske und einen Kopfschutz, sprich eine Mütze. Es muss kein Helm sein und halt Bedienungsanleitung beachten. Das möchte ich immer dazu sagen, weil mir ist die Sicherheit wirklich sehr wichtig und auch eure Sicherheit liegt mir natürlich am Herzen. Und jetzt gehen wir das Teil aber mal ausprobieren und ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Ding selber sagt. Gerne alles unten in die Videobeschreibung. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.